Such mal, Kani. Alter, der zieht da richtig. Kani, wo geht's hin? Digga, ich bin gerade straight aber die vorbeigerannt einfach. Bist du ein 31er? 31. Boah, Digga, übertreib. Junge, man muss auch mal ein bisschen... Ja, okay, dann gehört der Rest mir. Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video an diesem wunderschönen Tag. Ein neuer Vlog hier aus Schweden. Wir sind hier immer noch am wunderschönen See und werden den See auch gleich mal von innen begutachten, Tobi und ich. Werden gleich mal reingehen. Du auch. Du gehst mit da rein, weil Leute haben auf Instagram abgestimmt, dass wir es beide machen müssen. Ja, wir frühstücken jetzt erstmal, machen es ready, jumpen gleich in den See und dann spielen wir eine Runde Verstecken. Aber extrem. Dazu aber später mehr. Wir essen jetzt erstmal. Guten. Wir haben gerade noch ein bisschen gechillt, den Van soweit zusammengepackt, dass wir gleich abfahrbereit sind. Wir spielen aber jetzt erstmal eine knackige Runde Hide and Seek auf ca. 40.000 Quadratkilometer Waldfläche gefühlt. Als wäre das nicht genug, Leute, haben wir uns eine kleine Challenge dazu überlegt. Weißt du, so eine Runde Hide and Seek in dem Wald kann ja schon super, super eklig sein, ne? Der Sucher hat natürlich einen Vorteil, und zwar diesen Hund. Ich weiß nicht, inwiefern dieser Hund in der Lage ist, irgendeinen Menschen zu finden. Ich glaube aber tatsächlich, dass er eventuell helfen könnte. Denn den Menschen, den wir suchen, gilt es zu finden unter dieser Plane. Das sieht jetzt erstmal nicht krass aus. Wenn ihr aber das Ganze halt quasi so im Wald sieht und zack, einfach nur vorbeischaut. Es verschwimmt komplett mit der Natur. Wir haben das gerade da vorne mal ein bisschen getestet. Da geht das nicht so gut, weil da ziemlich viele Nadelbäume sind, also sehr viel rote Erde am Boden. Grüße geht raus an Aachen an der Stelle. Wir gehen deshalb darüber in den Laub, Nadelmischwald irgendwie ein bisschen und schauen mal, ob wir das da hinbekommen. Tobi wird sich verstecken, hat ordentlich Zeit, das Ding irgendwie zu präparieren. Ich gehe rein mit Akani und suche ihn. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn finden werde. Ich halte es eigentlich fast schon für unmöglich. Auf den ersten Blick mag das jetzt komplett anders aussehen als die Umgebungsfarben. Es geht aber vielmehr darum, dass wenn ich an ihm vorbeiläufe und mein Blick quasi so ein bisschen durch die Natur wischt, dass man ihn überhaupt nicht erkennen kann. Wie gesagt, okay, let's go. Wenn ich von der Schlange gebissen werde, dann bist du schuld. Ja, safe. Hey, 3 Minuten, ja? 3 Minuten, okay, ich schau hier drauf. Ich werde so safe ein Wildschwein hier sehen, Alter. Tatsächlich gibt es hier Kreuzottern wohl, was richtig eklig ist, weil die halt so lang werden und sogar giftig sein können, nicht müssen. Es gibt hier Schlangen, Wildschweine, ja, Bären gibt es auch im Norden. Das heißt, entweder fährt hier mies draufgehen oder den Epic Victory Royale herausholen. Jetzt überall, vielleicht finde ich einen, Fliegenpilz auf dem Boden. Da ist ein Fliegenpilz. Oh mein Gott. Guck mal, finden wir den Spruch? Okay, ne, hier hat irgendein Tier ein Loch gebuddelt. Ach ja, an der Stelle kurzes Shoutout an meinen TikTok. Mein TikTok-Account jetzt, Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Guess ist mein TikTok-Account. Und ein neuer Draft ist da. Wenn ihr dieses Video seht, ist es schon online. Cool, oder? Solid. Folgt mir auf TikTok. Okay, ich habe gelernt, dass wenn man ein Wildschwein findet, dass man sich hinter einen Baum stellen soll, weil es dann dagegen läuft. Holy fuck. Kein Plan, was in diesem fetten Loch drin ist. Ich glaube, hier an diesem Hang, wo irgendwelche Tiere irgendwas gebuddelt haben, ist am schlauesten. Hier ist es strong. Ey, sorry, wenn ich jetzt bei irgendeinem Tier in die Privatsphäre eingreife und dieses Tier dieses Video hier sieht. Aber es tut mir leid. Ich würde sagen, wir gehen gleich los, oder, Akani? Akani, such den Tobi! Such! Ja, Bro, also das ist nicht die richtige Richtung. Komm, wir gehen in den Wald und du suchst den Tobi, okay? Schauen wir mal, ob ich ihn finde oder nicht. Aber ich glaube, dass Akani das irgendwie anschlagen würde, wenn er irgendwo in der Nähe ist. Okay, ich habe mich jetzt hier versteckt. Also ich verstecke mich jetzt gleich hier. Ich lege die Plane schon mal hin, breite sie aus. Das Problem ist, die Plane ist sehr, sehr grau. Und der wird wahrscheinlich nach solchen Spots hier gucken. Sobald ich ihn sehe, werde ich mich hier irgendwie hinlegen oder verstecken. Hier wäre halt direkt ein crazy guter Spot gewesen, weil hier der Boden richtig schön voll ist. Maybe hier? Wie sieht das eigentlich? Das ist das Katz-und-Maus-Spiel. Wenn er jetzt da irgendwo drin liegt, no way finde ich den jemals. No fucking way. Das meine ich halt. Wenn er jetzt dieses Tarp hier drüber hat, Leute, der liegt da irgendwo. No chance at all. Höre ich ihn? Ich weiß nicht, ob ich ihn höre. Ja, wenn er straight up hier hochkommt, das wäre wack. Ich habe Akani noch kein Suchkommando beigebracht. Ich schätze einfach mal, dass ein Hund so funktioniert, dass sollte ein Mensch irgendwo in der Nähe sein, dass so ein Hund ja dann anschlägt, oder? Ganz schwieriges Thema. Hier ist halt so ein Weg, hier geht so einen kleinen Hügel nach oben. Aber schaut mal hier, Leute, was ich hier gefunden habe. Hier geht ein kleiner Pfad hoch, seht ihr das? Hier ist so ein bisschen Gestrüpps nach unten getrampelt, über diesen Waller hier. Vielleicht hier irgendwo. Such, Akani, such! Okay, Akani pullt mich irgendwo hin. Such, Akani, such! Wo ist der Tobi? Ich hab keine Ahnung, ey. Oh, warte mal. Ah, ich dachte, da vorne würde er liegen. Heavy OP, der Spot hier mit den Steinen. Schaut euch das mal hier an. Tobi! Oh, Tobi! Tobi! Ja, scheiße, alles die gleichen Farben hier. Man verschwimmt doch alles, ey. Meint ihr, der ist zurückgesteppt zum Anfang? Ob der überhaupt so tief reingelaufen ist, halt die Frage, ne? Ey, Leute, ich sag's euch, wie ist es? Ich werde ihn nicht finden. Fliegenpilz hier vorne. Das ist nicht wie bei Minecraft, die kann man nicht essen, Jungs. Wow, Digga, holy shit, wie viele Pilze hier sind. Tobi, gib mal einen Sound! Ah!
Okay, wir haben ein Geräusch gehört. Welcome! Okay, das kam von nach vorne irgendwo. Was ist da? Welcome! Muss da unten irgendwo gewesen sein. Hä? Oh, das ist ein Stein. Das sah halt genauso aus wie die Plane hier vorne. Super, Kani! Also der Hund ist auf jeden Fall useless. Holy shit, was haben wir denn hier? Digga. Irgendwas von Menschen gebautes. Kanal oder sowas. Nee, mach ich. Tobi, gib einen Sound! Wer soll denn hier sein? Hä? Digga, der muss hier irgendwo sein. Ah. Da links irgendwo. Er sieht mich. Digga. Bruder, was war denn das? What the fuck? Kani, such! Hey Junge, what the fuck? Junge, willst du mal... Ach, Digga, du Spast, Alter. Hast du mich wirklich nicht gesehen? Digga, ich bin gerade straight an dir vorbeigerannt einfach. Hast du mich von da vorne auch schon gesehen? Hab dich da hinten die ganze Zeit gesehen. Ja, jetzt siehst du nur noch was, Kani. Tolle Hilfe bist du, ein toller Hund. Ich würde sagen, wir switchen kurz. And now it's my turn. Wir gehen zu dem Spot, wo wir eben waren. Und die ganzen Felsen. Ey, ich hätte hier so viel krassere Verstecke gerade gesehen. Hey, wo sind diese Felsen gewesen? Schuhe binden mit einem View, was? Tobi als Maul. Scheiße. Okay, ich glaube, er wird sich irgendwie in die Richtung hier begeben. Also ich lag gerade da drunter. Ich hoffe einfach mal, dass ich von oben jetzt aussehe wie ein Stein. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich komme! Ich weiß nicht, ob Akani mich eher findet als Tobi. Akani, komm mit, Bruder. Du musst jetzt dein Herrchen finden. Akani, wo ist er? Aua. So weit kann er nicht gekommen sein. Also doch, kann er. Okay, wir haben hier schon mal einen guten Overview. Oh, und fallen hoffentlich nicht hin. Hier ist ja ein richtiges Loch. Akani, da gehen wir nicht rein. Digga, was wohnt denn da drin, frage ich mich. Kuckuck. Welt seid mir gegrüßt. Ich glaube, mein Versteck ist ganz gut. Hier ist so ein altes Abflussrohr. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat gerade. Das ist dieser scheiß Wald wieder rausfällt. Das ist für mich die viel größere Sorge. Akani zieht irgendwo hin. Alter, der zieht da richtig. Akani, wo geht's hin? Holy shit. Ey, der hat richtig Bock. Ich muss mal kurz meine Kapuze abnehmen. Akani, du hast ihn gehört. Akani, wo ist er hin? Du hast mich doch jetzt gerade hierher gelockt. Mäuschen, mach mal Piep. Ey. Hä? Hey, sag nicht, der ist da hoch irgendwo hin. Digga, wie weit ist denn er gelaufen? Alter, der ist einfach komplett nach Dänemark wieder zurückgelaufen. Scheiß auf Van-Trip, Digga, er läuft zu Fuß. Oh, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn genau gehört. Akani, wo ist er? Wo ist er? Der ist hier irgendwo, Akani. Okay, jetzt habe ich ihn. Sebastian! Sebastian! Bruder, ich dachte, wir machen nicht so hart. Das war ja das Ende einer guten Steintextur, fällt mir gerade auf. Digga, deshalb habe ich mich hier hingelegt. Man hat es nicht gut erkannt, oder? Nee, dich hätte ich niemals gefunden ohne Geräusche. Das Ding ist, weißt du noch, wo es zur Straße geht? Lol. Bro, Zehner, hier schlafen irgendwelche Tiere drin. Bro, wo schlafen Wildschweine? Eben sowas hier. Schon, ne? Ich würde sagen, Tobi, wir sind ja beide jetzt gut geschwitzt, ne? Ja. Du weißt, was das heißt. Duschen im Van, ja. Nee. Ab in den See. Digga, dieser See ist so dreckig. Guck mal, wie braun der ist. Oh! Oh, Scheiße, mein Dick friert ab. Es gibt Kartoffelpüree mit fertigen Veggie. Was ist das hier? Veggie, wer ist der? Chili Sin Carne. Aber ist geil, oder? Schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt gut. Babu Bibu! Bingo Bango! Und so, wir haben gefrühstückt. Danach geht es nämlich für uns wieder 4 Tage, glaube ich, in die Wildnis oder sowas. Letztes Mal Campingplatz, danach kurz rough. Wir machen den Wellness nochmal richtig schön sauber. Haben Wasser nachgetankt, sind voll geladen mit allen Sachen, haben noch genug Sprit auf jeden Fall für den Generator, glaube ich, ne?
Fahren jetzt nochmal schnell zur Naturkompaniet und fragen nach, wie es aussieht. Ob wir mit einem Boot auf eine Insel fahren dürfen, um da 24 Stunden zu übernachten, wie kalt es wird, wie gefährlich es ist und so weiter und so fort. Wir müssen wahrscheinlich sogar noch so einen kleinen Heizlüfter kaufen für das Zelt. Nicht für uns, aber für den Hund, weil er halt sehr klein ist und droht zu erfrieren. Wir kaufen ein Boot, Matratzen, eine Fließdecke dazwischen, irgendwas Isolierendes, Gaskocher. Es ist wohl erlaubt, auf Inseln draufzufahren. Ich würde sagen, jetzt wird nochmal fett geshoppt. Kaufen alles Nötige ein. Ich finde sowas immer so geil. Also Outdoor-Shit zu kaufen macht so Bock, ey. Bin ich wie ein kleines Kind, sag ich mal, ne? On the road again! What the fuck, Alter? Wir fahren gerade zu unserem nächsten Spot. Ich hänge hier gerade mit der Kani. Tobi fährt wie ein Wahnsinniger, wirklich. Wir fahren zu einem richtig nice Spot, denn da haben wir eventuell die Möglichkeit, sogar ohne Boot. Ah ja, ich hab gar nicht erzählt. Wir haben kein Boot bekommen. Wir waren in 3 verschiedenen Läden und haben kein Boot bekommen. Das einzige. Hör auf, Mann! Das einzige. Tobi! Das einzige Boot, was wir bekommen hätten, wäre ein Kajak gewesen. Das wäre aber allerdings erst übermorgen da gewesen. Hätten wir noch 2 Tage in der Stadt bleiben müssen. Es ist einfach keine Bootsaison momentan. Deshalb fahren wir zu einem Spot weit, weit, weit außerhalb von Göteborg. Eigentlich ist es eben nirgendwo. Dann mal schauen, ob man da eventuell zu Fuß zu einer Insel überqueren kann. Denn es sah so aus, als wäre das Wasser da nicht allzu tief. Aber wir kriegen den Inselschild auf jeden Fall irgendwie noch hin. Aber na komm, ich habe ja gesagt, wir fahren ins Nirgendwo. Dickerchen, die Straße, die richtige, sie hat aufgehört vor 10 Minuten. Ach, Mihalle. Also, wir sind wirklich mitten im Nirgendwo, Digga. Und ich hoffe mal, dass wir at least hier noch Empfang haben. Mein Handy sagt auf jeden Fall, 4 Balken LTE mitten im Wald. Da kann sich Deutschland auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ich würde sagen, in ein paar Minuten sind wir da. Bis gleich. Ich habe eine Psychose. Ist doch irgendwo so eine alte Wikinger-Scheiße stehen, aber to be honest, will ich einfach nur zum Wasser. So, wir haben auf jeden Fall einen Spot gefunden. Jetzt haben wir hier vorne diese kleine Landzunge. Ist keine wirkliche Insel. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, wenn wir die Drohne steigen lassen, was wir mit der Drohne finden. Ich würde sagen, wir scouten jetzt mal, schauen, ob wir was finden. Und wenn nicht, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich glaube, wir haben einen Spot gefunden. Die erste Insel war leider ein bisschen weiter weg. Die zweite war, glaube ich, machbar. Ich überlege trotzdem, Tobi, ob wir nicht einfach hier pennen sollen, das, weil ich es hier so krank schön finde. Oder sparen wir uns das fürs Zelten auf? Lass uns das fürs Zelten aufsparen, ja, oder? Dann gehen wir jetzt noch einmal zurück, Leute. Bis gleich. Wisst ihr, was echt lustig wäre? Ich stelle die Bluetooth-Box irgendwo draußen hin und mache einfach Wildschweingeräusche an später. Der Prank-Boss. Das bin ich. Bro. Alter, Wildschwein. Ey, warum ging das nicht lauter, Junge? Aber gut, oder? Komm schon mit. Digga, ich hab was gefunden. Hier ist hier so eine Wikingerkirche und sowas in der Nähe, ne? Ja. Bro, check aus, was ich gefunden hab. Eine alte Wikingerwaffe. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Ist da jemand mit der Fake Axt unterwegs? Siehst du, wie filigran die gefertigt ist, Alter? Das sieht aus, als hätte man die frisch gemacht. Bro, guck mal hier, wie abgenutzt das schon alles ist. Das sieht aus, als ist frisch. Hä, wie krass, das lag hier die ganze Zeit. Das sieht aus, als hättest du es da hingelegt. Über Jahrtausende, das hat keiner gesehen. Und ich glaube, die funktioniert auch. Okay, schlagen wir auf diesen Stein damit. Das ist krass, oder? Kann es sein, dass du es gemacht hast? Okay, wenn ich das gemacht hätte, wäre das ja gerade nicht passiert. Was hast du gerade die ganze Zeit gemacht? Ich guck mal kurz zu deinem Platz. Das liegt hier. Ach so, was ist hier? Hör mal jetzt auf zu finden. Die Wikinger haben mir sogar eine Nachricht hinterlassen. Irgendwas eingebrannt ist. Guck mal. Homo Tobi steht hier. Homo Tobi. Homo heißt Mensch. Der menschliche Tobi. Das ist verrückt wie. Junge, wo hast du den Elektroschocker her? What the fuck? Ey, das müssten wir dem Museum melden. Tobi? Mhm. Die Wikinger hatten noch eine weitere Waffe, die ich gefunden habe. Das ist derselbe Stock. Eine antike Gabel.